Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vor ein paar Wochen ist mit das interessanteste Set rausgekommen, was ihr bekommen könnt. Dazu hat das Set eine sehr interessante Hintergrundgeschichte und ein kleines Easter Egg zu Herr der Ringe. Wenn ihr wissen wollt, worum es geht, bleibt dran. Es dreht sich natürlich um das neue Hochelfen-Set, wie ihr das bekommen könnt, was ihr dafür tun müsst, was es dort alles gibt, das erfahrt ihr heute. Dementsprechend, wenn ihr da weiterhin nichts verpassen wollt, generell auf meinem Kanal wisst ihr, bekommt ihr Assassin's Creed News, Guides und auch Lore und Rätsel natürlich, dann jetzt gerne ein Abo dalassen. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Stück. Hierbei fangen wir mit dem Schiffsteil an und das ist eigentlich ziemlich cool, weil das, man sieht schon, an was es angelehnt ist. Man hat eine sehr helle Optik, Gold, Holzoptik. Man hat vorne diesen Bogenschützen, der gerade schießt. Wir haben ein Segel mit dem Baum von Yggdrasil, dem Symbol des Ordens, Schrägstrich der Templer. Wir haben dann hinten natürlich so einen Speer mit einer Wappenflagge und die Schilde sind natürlich auch an Yggdrasil angelehnt vom Rumpf. Und auch der Rumpf ist sehr, sehr holzoptisch, logischerweise, und mit Goldverzierungen versehen. Sehr, sehr schön. Und die ganze Geschichte, beziehungsweise der ganze Hintergrund, der ist tatsächlich von Herr der Ringe, von den Elben. Ne? Das ist, glaube ich, nicht so schwer zu erkennen. Denn der gute J.R.R. Tolkien hat sich die Elben natürlich auch nicht einfach so ausgedacht, sondern hat dazu eine europäische Kultur als Inspiration genommen. Und zwar nicht die normalen Leute, sondern die Mythologie der Kelten. Die hat er sich als Vorbild genommen. Also man könnte sagen, die keltischen Isu hat er sich als Vorbild genommen, beziehungsweise die keltischen mythologischen Wesen hat er sich als Vorbild genommen. Und das und diese goldene Verzierungen und diese Holzoptik, das ist ja das, was wir dann natürlich nicht nur hier sehen, aber später, sondern auch im Film dann. An sich ein sehr schönes Schiffsset. Ich finde, das hat nicht so viel Bling-Bling. Ist ganz solide. Klar, mit diesen ganzen Statuen und so, das ist natürlich ein bisschen zu viel. Und auch der Bezug zu den Elben, in Anführungsstrichen. Naja, ist schon okay. Besser als manch andere Sets, finde ich. Die nächsten Sachen, die ihr freischalten könnt, sind natürlich die Siedlungsbelohnungen. Und da sage ich immer, da lohnt es sich auf jeden Fall bei Räder zuzuschlagen. Wenn ihr die Helix-Credits überhaupt, dann gönnt euch auf jeden Fall für 500 Helix-Credits die Siedlungsbelohnungen separat. Die sind eigentlich ganz cool. Wenn ihr das nicht ausgeben wollt, was ich komplett verstehe, dann gerne auf jeden Fall bei Räder die Siedlungsbelohnungen von dem Hochelfen-Set kaufen. Wir fangen an mit dem Quell des Lebens und ich finde, das ist ein schöner Altar, der ist solide. Ich finde, der hat Inspiration sich von Bruchtal gezogen, also von diesen elbischen Architekturen, mit Rosen bedeckt ist. Und in der Mitte ist irgendwie so ein Ei, ich kann nicht ganz genau deuten, was es ist, ob es jetzt wirklich ein Ei ist oder irgendwas anderes. Wenn ihr es wisst, dann sagt mir gerne Bescheid auf jeden Fall. Ja, finde ich ganz solide, würde ich mir jetzt nicht in die Siedlung stellen. Allerdings die anderen Sachen, die gleich kommen, auf jeden Fall. Wir haben nämlich eine goldene Albenstatue. Und die Statue vom Schiff wurde hier quasi nochmal verwendet. Finde ich eigentlich nicht so nice, um ehrlich zu sein, dass das quasi wieder reused wurde. Man hat aber, wie gesagt, hier einen Baum und da ist ein Reiter. Beziehungsweise, Mann, ich will mal Reiter sagen, ich meine natürlich einen Bogenschütze. Und man, hier erkennt man ganz klar, dass es einfach ein Elbe ist. Ja, vorne auch der Helm mit der Finne. Das ist ganz klar, auch aus den Filmen, wie ihr es gesehen habt, ein Elbe. Also die Inspiration von diesem Set ist da nicht zu übersehen. Ja. Dann haben wir tatsächlich noch einen Bonsai, also quasi einen Alben-Bonsai-Baum. Der ist eingepflegt in so einen kleinen Brunnen. Ein bisschen rot. Schade, dass er nicht so kräftig grün ist. Und da ist sogar Wasser, läuft sogar Wasser raus. Krass. Sieht so ein bisschen aus, wenn man ganz genau hinschaut, so ein bisschen wie Asgard, um ehrlich zu sein. Finde ich auch ganz nice, so wie unser Turm so ein bisschen. Die Sache ist auch solide, kann man sich reinstellen. Aber das nächste ist für mich mein absoluter Favorite. Albenbaumhaus. Ich finde, das ändert nochmal komplett so die Sichtweise, wie man theoretisch so eine Basis oder eine Siedlung bauen könnte. Denn Wachtürme gibt es ja zum Beispiel auch nicht wirklich, außer beim Siedlungsbaum. Kann man sich auch kaufen. Und ich finde, hier ist cool. Du hast halt so eine kleine Plattform. Theoretisch hätte man da auch eine Treppe. Da kann man aber nicht hochklettern, weil die bedeckt ist von Pflanzenbewuchs. Und ich finde, das ist eine coole Idee, dass man halt mal auch wirklich raufklettern kann und dass es wirklich eine Plattform ist. Erinnert mich auch an diese Situation aus Düsterwald, wo es diese Baumhäuser gab quasi. Ich kann mich nicht so gut erinnern, weil es ist schon so lange her, dass ich Herr der Ringe gesehen habe. Aber wunderschön, ja, auch unten nochmal mit dem Schild von Yggdrasil. Wunderschöne Plattform auf jeden Fall. Und jetzt machen wir weiter mit den nächsten Dingen.
Nämlich mit dem Albenbaum, dem Siedlungsbaum. Hier leider wieder derselbe Skin, derselbe Reiter. Mann, ich schwöre, ich zerstöre mich gleich. Natürlich meine ich den Bogenschützen, der auch schon beim Schiffsset verwendet wurde und der beim Siedlungsset verwendet wurde. Leider, leider nicht so geil, um ehrlich zu sein. Man hat hier beim Baum noch ein paar Banner, ja, so wie der Baum, der ist jetzt okay. Der leuchtet jetzt nicht krass oder so, hat einfach gelbe Herbstblätter. Und ja, man hat so ein paar Goldverzierungen, Goldsteine an den Bogenschützen unten. Ist ganz okay, ist ganz nett, würde ich mir aber nicht reinstellen. Doch bevor es jetzt richtig crazy wird, die Reittiere sind wirklich komplett abgespaced, würde ich mich über einen Dränger-Daumen nach oben freuen, Freunde. Da würdet ihr mich auf jeden Fall supporten und unterstützen. Danke auf jeden Fall für euren Support jetzt schon. Und ich würde sagen, wir jumpen rein. Wir haben nämlich hier einen wunderschönen Adler, der inspiriert ist von so ein bisschen so eine Art Sternbild. Ist natürlich kein Sternbild, soweit ich weiß. Ich glaube, den Raben gibt es nicht als Sternbild. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Auf jeden Fall... Ja, bist natürlich abgespaced. Ich finde aber, nachts sieht der richtig geil aus. Und ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt. Anfangs war ich echt so, das ist ein bisschen too much. Aber wenn du den jetzt so rumfliegen siehst und auch noch mit dieser violetten Aura um seine Federn herum, ist es schon klasse. Ich finde es schon geil. Also bei dem Raben bin ich voll dabei. Das ist richtig nice. Ein Reittier gibt es natürlich auch noch. Und da muss ich sagen, bin ich raus. Also Bruder, da bin ich auf jeden Fall raus. Ist ganz nice, ist ein Einhorn, ist auch inspiriert von einem Sternbild, hat auch so eine violette Aura um sich herum, aber, boah, nee, also, ich finde, das ist solide, ja, das ist cool, aber das ist ein bisschen too much, also, das ist dann wirklich too much, ja, wenn so ein fliegendes Ding, ein Drache oder so, ist okay, aber ein Pferd, was denn so eine unnatürliche Form hat, I don't know. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das Set bisher findet. Von 1 bis 10 könnt ihr das Ganze ja bewerten. So Freunde, und jetzt kommen wir zu der Rüstung. Die kostet im Shop leider Gottes 2000 Helix-Credits, also ganze 20 Euro. Von daher lohnt es sich natürlich nicht, wenn ihr irgendwie ein mega krasses Set haben wollt, was die geilsten Skills hat oder so. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Es lohnt sich nur, wenn ihr sagt, ah, das ist nett, das sieht cool aus, ich habe Geld, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll und ja... Ich gönne mir das mal. Oder ihr sagt bei Räder, ey, okay, ich finde den Helm richtig nice. Den will ich unbedingt in mein Rüstungsset aufnehmen. Zumindest zum Transmogen. Dann halt bei Räder, definitiv. Also, weil optisch gesehen ein klasse Set. Wir haben hier natürlich ganz klare Verzierungen. Wir haben diese typischen spitzen Helme. Es sieht ein bisschen aus wie Wolverine, um ehrlich zu sein. Mit diesen beiden spitzen Köpfen hier. Und die grünen Stoffe, die goldene Rüstung. Das sind alles so Elemente, finde ich, die mich einfach ganz klar an Elben erinnern und mit dem Rahmen gemeinsam. Das ist ein schöner Kontrast. Ich finde, der Kontrast passt halt, ne? Dieses Goldene und dann so ein kräftiges Blau. Das ist schon schön. Und wenn wir das Ganze uns mal auch in der Großaufnahme anschauen, also quasi in der Aufnahme, wo wir mal auch das Schild sehen und so, da sieht man es mal ein bisschen besser. Ja, da haben wir wirklich diese simplen Stoffe, goldene Rüstung, den Schild von Yggdrasil. Die Besonderheit hier ist tatsächlich, dass es kein Schwert gibt. Ich habe jetzt das Mentorenschwert genommen, die Astralklinge. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das findet ihr hier oben. Da habe ich euch das Schwert mal gezeigt und was es so kann. Hier gibt es aber in diesem Set nur einen Bogen und ein Schild. Ja, ich finde, das ist ein bisschen nicht so nice, um ehrlich zu sein. Dafür, dass es ein 2000 Euro-Set, genau, 2000 Helix-Credit-Set ist, da hat man mindestens so einen kleinen Dolch einbauen können. Mindestens. Ja, ich habe jetzt hier den falschen Bogen sogar drauf gehabt noch. Aber ja, sehr, sehr goldig, finde ich. Ich finde es wirklich goldig, auch mit den Fellen. Sehr nice. Die Robe habe ich jetzt nicht getestet, die müsste aber grün sein, soweit ich weiß. Korrigiert mich gerne. Und dafür ist es wirklich schön. Also der Kopfteil ist schön. Ich finde, das ist nicht zu übertrieben, bis auf den Kopf halt eben. Aber der Rest ist echt, echt simpel, solide gehalten, mit ein bisschen Bling-Bling dran, rüstungstechnisch. Ist cool. Ja, und was kann die Rüstung? Naja, ich zeig's euch mal, was die Rüstung kann. Die kann einiges, denn du bekommst erhöhten Fernkampfschaden, wenn die Rüstung ausgerüstet ist. Und der Bonus erlischt, wenn du Schaden erleidest. Das heißt also, wenn du keinen Schaden erleidest, dann machst du guten Fernkampfschaden und generell hast du zusätzliche Verbesserungen für den Nahkampfschaden. Das ist aber nur mit dem kompletten Bonus dann drin. Von daher ist das ein reines Fernkampfset, ist auch ein Wolfset, wie man sehen kann. Den zweiten Rüstungsbonus würde ich gar nicht nehmen, also ich würde das dann irgendwie tauschen mit einem anderen Set. Ich habe es jetzt noch nicht getestet. Mit was würdet ihr dieses Set kombinieren? Das würde ich mich mal fragen. Was wäre da am besten eurer Meinung nach? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, dass wir uns ein bisschen austauschen und vielleicht mal so ein geiles Set finden. Das Schild Blatt Yggdrasils
Es sieht cool aus. Man hat so diese Two-Face-Optik. Man hat rechts einmal so einen Baum, der quasi schon fast tot ist. Und links einmal einen vollen, prächtigen Baum. Und den Legenden nach sind die Blätter Yggdrasils mit magischem Saft durchwirkt, mit dem sie in der Schlacht gefallene Krieger wiederbeleben können. Cooler Effekt, ja, vielleicht gibt es da ja in der Zukunft auch einen kleinen Perk oder so, oder vielleicht irgendwie storytechnisch was, würde ich mich freuen. Hier die Fähigkeit Kopfschussschaden wird nach Blocken erhöht, dauert 10 Sekunden und der Bonus wäre dann plus 10 Kopfschussschaden. Ja, ist diese Blockensache, da bin ich ehrlich, also klar, das Set ist darauf ausgelegt, dass man intensiv sich verteidigt, keinen Schaden nimmt und dann mit dem Bogen halt attackiert, like a Elbe, you know. Aber ich finde, das mit dem Blocken und so, das macht einfach wenig Sinn, weil keiner blockt, keiner hält. Also das Spiel ist viel zu schnell, dass die Leute sich da Zeit lassen, glaube ich. Ich weiß nicht. Wie seht ihr das? Deswegen von den Stats her auch nicht so nice. Der Bogen Souls Geschenk hat folgende Skills, und zwar Fernkampfschaden wird erhöht, wenn du zielst, während du dich bewegst. Also hier ist natürlich ganz klar in der Bewegung das Ganze ausgelegt. Also es ist wirklich auf das Set angepasst, wenn du in der Bewegung bist. Und ich glaube, an sich, coole Idee, weil ich bin auch, wenn ich so spiele, immer in der Bewegung. Also ich bin immer so 10 Meter entfernt vom Gegner, wenn ich auf ihn schieße. Und ich glaube, da könnte das auch zu meinem Set passen. Ich weiß aber nicht, ob 15 Fernkampfschaden wirklich jetzt das Krasse ist. Dieser goldene Bogen wurde von Brocks Händen gefertigt und vermarktet. Pfeile so hell wie die Strahlen der Sonne zu verschießen. Eben so Souls Geschenk. Also Soul wird im Spanischen heißt der Sonne. Ist ja auch, glaube ich, ersichtlich. Von daher da nicht so weit entfernt. Ja, schöner Look. Ja, auch dieser Elbenlook natürlich. Holz. Ja, dunkles Holz mit goldenen Verzierungen ist solide. Ja, ich finde, das ist ein solides Set rein, wenn es um die optische Komponente geht. Dahingegen ein klares Ja. Wenn es um die Stats geht oder wenn es um die, sage ich mal, Realität geht, natürlich ein ganz klares Nein, ja, das leuchtende Einhornpferd oder die Stats vom Schild oder dass überhaupt kein Schwert da ist oder kein Dolch, ist ein bisschen ärgerlich, muss ich ganz klar sagen. Ist einfach auch, ja, frech schon, weil, wie gesagt, du zahlst 20 Euro dafür und dann ist halt keine Schwerttextur da. Ist schade, um ehrlich zu sein. Aber die Idee verstehe ich natürlich dahinter und der Hintergrund auch. Ich habe jetzt zwei Herr der Ringe-Sets. Einmal das Düster-Set, habe ich euch nochmal hier markiert. Quasi das Sauron-Set, so nenne ich es jetzt mal. Und einmal das Elben-Set. Ziemlich cool, ziemlich nice. Und ich würde mal eure Meinung erfahren von diesem Set. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr die ganze Optik? Unabhängig jetzt vom Preis. Und ja, das war's eigentlich, ne? Ich weiß ja, ihr habt mich supportet und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann ist jetzt eure letzte Chance, die Glocke dabei zu aktivieren. Das wäre mega und für die anderen, die die Glocke schon aktiviert haben, ich habe hier noch jemanden. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.